Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zum alljährlichen Ball der Offiziere. Über 3000 Menschen werden heute hier in die Wiener Hofburg kommen und eine berauschende Ballnacht erleben und verbringen. 3000 Menschen aus über 20 Nationen werden also in 23 Festzellen hier Party machen. Was erwartet uns am heutigen Abend? Natürlich wunderschöne Roben, wie man hier im Hintergrund schon sehen kann. Großartige bunte Uniformen und eine märchenhafte Balllandschaft im Sinne von sehr vielen Blumen. Märchenhaft ist natürlich auch das Motto des heutigen Abends, denn das Motto lautet 100 Jahre und eine Nacht. Nehmen jetzt der Präsident vom Ballkomitee. Schönen guten Abend, Herr Frischeis. Jawohl, guten Abend. Was hat es mit dem Motto auf sich? Ja, wir feiern heuer das 100-jährige Gründungsjubiläum der Vereinigung Altneustadt. 100 Jahre, der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Monarchie zu Ende, die Offiziere kamen aus dem Krieg nach Hause, alles war anders. Und um einen Neustart in die Zukunft zu machen, schlossen sie sich zu einer Vereinigung zusammen, die gemeinsame Wurzel Wiener Neustadt, die Akademie. Und ja, sie halfen einander in materieller Not, sie unterstützten einander ideell. Und das ist das Motto des heutigen Abends. Wir werden das in der Eröffnung künstlerisch bringen, mit einer wehmütigen Musik zu Beginn. Und das Jungdamen- und Herrenkomitee wird uns dann in die Zukunft mit Couragiert, mit ihrem Eröffnungstanz weisen. Letztendlich, glaube ich, wird es aber eine sehr lustige und berauschende Ballnacht werden und die schon zum fast 100. Mal. Naja, zum 93. Mal. Und das Besondere der heurigen Nacht, es wird nicht bei 100 Jahre und eine Nacht bleiben, nein, es wird 1000 und eine Nacht werden. Wir haben hier die Militärmusik, die Air Force Band des Sultanats Oman, die extra für diesen Ball nach Wien gekommen ist. Und wir werden zur Mitternacht in 1000 und eine Nacht entschweben. Und die Gardemusik und die Band aus dem Oman werden eine musikalische Brücke zwischen dem Okzident und dem Orient schlagen. Und wir schlagen jetzt die Brücke wieder in diese Richtung, denn hier gibt es wirklich wunderschöne Ballroben anzuschauen. Und das schauen wir uns einmal an, wer schon jetzt aller kommt.